Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, waren Sie am 7. März 2016 in der türkischen EU-Vertretung in Brüssel und haben sich dort getroffen mit den Ministerpräsidenten Rutte und Davutoglu und haben Sie dort eine Vereinbarung mit denen getroffen, über die Robin Alexander schreibt: Es wird nirgendwo schriftlich fixiert, was nun vereinbart wird. Zwischen 150.000 und 250.000 Flüchtlinge sollen pro Jahr aus der Türkei nach Europa umgesiedelt werden. Merkel, Davutoglu und Rutte haben sich an diesem Abend, das ist der 7. März, in der türkischen EU-Vertretung in Brüssel per Gentleman's Agreement darauf geeinigt. Gibt es dieses Gentleman's Agreement, ja oder nein? Es gab Gespräche zum Abschluss einer Vereinbarung mit der Türkei, die wir gemeinhin Türkei-Abkommen nennen, die beinhaltet, dass für jeden auf dem illegalen Weg über die Ägäis ankommenden syrischen Bürger, dass dieser wieder zurückgeschickt werden kann in die Türkei und im Gegenzug wir bereit sind, einen in einem gewissen Kontingent Menschen aufzunehmen, die aus Syrien kommen, aber auf legalem Wege. Es gab also keinerlei irgendwelche anderen Absprachen. Sie kennen den Wortlaut der Vereinbarung mit der Türkei. Und das war das, was wir an diesem Abend auch vorbesprochen haben.